Richtig gut, hat er nie gesagt. Der Applaus gehört denen, die jetzt von der Ferien aus den Livestream schauen. Willkommen da hier im ICF Bern, schön, dass du vor Ort hier bist. Ich möchte starten mit einer Frage. Und zwar, was sind die Folgen davon, dass YouTube und andere Social Media Plattformen dir regelmässig durch Algorithmus Content liefern, den du magst, der für dich stimmt? Kann es sein, dass das dazu führt, dass du irgendwann ein bisschen engstirnig wirst? Kann es sein, dass du fast anfangen zu definieren, wie das deine Norm stimmt? Welche Norm das in der Welt gültig ist? Durch einen Algorithmus tut YouTube dir täglich im Schnitt 74 Minuten Content zuspielen, wo du kannst konsumieren kannst. Content, der für dich stimmt. Content, der deinen Normen entspricht. Und vielleicht hast du schon mal die Situation erlebt, du redest mit jemandem und die Person sagt dir, erzählt dir von einer bekannten Person für sie. Und nachher sagt sie dir, was? Du kennst den nicht. Hättest du das mal schon erlebt? So, ja, es gibt noch andere Realitäten. Es ist einfach die Realität, von dieser Person sagt, dass die Person, die ihr Vorbild ist, eigentlich alle sollten kennen. Das ist ihre Realität. Und wir haben virtuell bauen wir eine Welt auf, die für uns stimmt, wo die Normen stimmen, wo die Werte drin stimmen. Virtuell bauen wir eine Realität oder kreieren wir eine Realität, wo wir denken, dass die stimmt. Dass das die Realität ist. Das ist das, was passiert durch das, dass die Social Media Plattformen uns immer wieder das zuspielen, was uns gefällt. An dem ist ja nichts Schlechtes. Wenn ich einen Staubsauger suche, kommt eine Staubsauger-Werbung. Und das finde ich grundsätzlich mal das super, eine super Sache. Das Problem ist, dass wir aus einer virtuellen Welt lernen, unsere eigene Welt zu gestalten, so wie wir sie gerne hätten. Und wie wir sie gerne wollen. Und wir machen das nachher genau das Gleiche in unserer realen Welt. Du fährst einfach bestimmen, weil es deine Normen sind und du glaubst zu wissen, was die Realität ist. Und wir starten heute eine ganz neue Serie, wo wir anschauen wollen, die vermeintlichen Worte von Jesus. Und die wollen wir vergleichen mit den richtigen Worten von Jesus. Und so haben wir zum Beispiel die vermeintliche Aussage, Hauptsache, es stimmt für dich, Diego. Das ist schon gut. Andere so Aussage, folge einfach deinem Herz. Mach einfach das, was in deinem Herz ist und dann folgst du dem. Wieder eine andere Aussage ist, alles easy. YOLO, du lebst nur einmal. Keine Verantwortung übernehmen. Jeder bekommt das, was er schlussendlich verdient. Und heute schauen wir die Worte an, die vermeintlichen Worte von Jesus. Liebe deine Freunde. Hat er nämlich gar nie gesagt. Fakt ist, in dieser Informationsflut, die wir heutzutage haben, durch die Massenmedien, haben wir gelernt, Relevanten mit irrelevantem Content zu vergleichen und das, was für uns relevant ist, zu filtern. Das ist an sich sind das gute Skills, die du brauchst, wenn eine Entwicklung stattfindet. Du brauchst immer wieder Neues. Du brauchst immer wieder selber, du musst dich anpassen und schauen, wie kannst du dort navigieren. Das bringt aber genau gleich auf der anderen Seite auch die Gefahr, dass du genau das Gleiche machst mit der Bibel, mit Gottes Wort. Du fährst einfach daraus filtern, was ist für mich relevant und was nicht. Die Skills, die du durch die Massenmedien lernst, wendest du nachher plötzlich mit Gottes Wort an. Im Glauben. Und du pickst das raus, was für dich relevant ist und lässt das liegen, wo du denkst, das braucht es jetzt nicht. Im Westen haben wir durch das, dass wir uns von Gott entfernen und immer weniger uns nach der Richtlinie von Gott richten, haben wir keine Normen mehr, die uns bestimmen oder definieren, was richtig ist und was gut ist, was schlecht ist und was sogar schädlich ist. Die Normen, die gibt es nicht mehr. Es kommt eine neue Bewegung mit neuen Werten, mit neuen Prinzipien und die gelten nachher für einen Moment. Zur gleichen Zeit gibt es aber jede Person irgendwo drin Werte, die für sie relevant sind, wo sie sagt, für die stehe ich her. Und wo wir ganz fest mit ihr als Person gebunden sind. Und in dem Sinne, wenn du eine Gesellschaft hast, die keine übergeordnete Normen definiert hast, aber gleich jeder extrem viel eigene Werte definiert oder für sich selber bestimmt, was richtig ist und was nicht, kommt plötzlich die Aussage Toleranz. Du musst einfach tolerieren. Tolerant wird gefordert. Und ich werde das mal so hier darstellen mit dem Rahmen, mit dem wunderschönen Rahmen, wo wir sehen, hey, du musst tolerant sein.
Autsch, das ist doch, du musst Toleranz sein, das ist wie so ein Bilderrahmen, den du hier hast. Und Toleranz wird gefordert, wie du mit deinen über das Geld denkst. Toleranz wird gefordert, wie du über das Klima denkst. Toleranz wird gefordert, wie du über LGBTQ und so weiter denkst. Dort musst du einfach tolerant sein. Toleranz wird gefordert, wie du politisch denkst. Deine Meinung ist okay, aber du musst auch die anderen tolerieren und lass stehen. Und was passiert in dem Innen? Was sich entwickelt, ist auf der einen Seite eine hohe Erwartung an Toleranz gegenüber all diesen Themen. Es gibt noch viele mehr Themen. Und auf der anderen Seite aber spürst du wie eine gewisse Intoleranz. Wenn jemand nicht toleriert, dann gehen sie richtig, richtig hart, lieblos mit den anderen um. Und in diesem Spannungsumfeld, wenn wir heute reintauchen, wie gehen wir mit dem um, eine Gesellschaft, die uns Toleranz erwartet, und auf der anderen Seite Jesus, der mit seiner Wahrheit in die Welt hineinkommt. Und Jesus ist nämlich in all das hinein, ist auch mit der Wahrheit von Gott gekommen und will seinen Plan offenbaren. Zum Anfang möchte ich kurz, damit wir überhaupt verstehen können, um was es hier geht, müssen wir schnell rauszoomen. Und ich möchte mit dir schnell rauszoomen von deiner Lebenswelt weg. Quasi wie ein weites Bild haben. Gott im Himmel ist Herrscher, er ist König und er hat die Welt erschaffen. Wenn wir von unserer Kleinen vom F12 ziehen oder von dir daheim mit deiner Stube rauszoomen, weg und wenn wir die Welt anschauen. Zu welchem Schluss sind andere Menschen gekommen, die erkannt haben, dass Gott drüber steht, über all dem, was in dieser Welt passiert. Wir müssen nämlich verstehen, dass alles, was sichtbar ist, wird bestimmt durch das, was unsichtbar ist. Zuerst ist das Unsichtbare und nachher wird es im Sichtbaren manifestiert. Und zum Beispiel in der Bibel lesen wir vom König Hiskia in Jesaja 37, wo Folgendes sagt: Allmächtiger Gott, und das ist im Moment, wo Israel bedroht wird und von anderen Völkern. Und dann plötzlich mag er sich besinnen, okay, die sind nicht einfach nur böse zu uns, sondern er mag sich erinnern, Gott ist da auch noch über dieser Welt. Gott steht drüber. Und er sagt Folgendes: Allmächtiger Gott, du Gott Israels, der du über den Cheruben thronst, das sind die Engel, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt. Himmel und Erde hast du geschaffen. Das ist eine Aussage von dem König Hiskia. Ein anderer, König Josaphat, der dann angegriffen wurde, das ist im Alten Testament aufgestanden. Das Bild, das sie von Gott hatten, das über dem steht, über allen Königreichen, die in dieser Welt aufkommen und gehen. Über diesen Reich steht Gott. Und der Josaphat hat Erkenntnis gehabt: Herr, steht in 2. Chronik 20, Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel. Du bist Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Das sind so fadengerade Aussagen. So klar, wo ist Gott positioniert in der Welt, in all diesen Bewegungen. Gott steht drüber. Mit dem fangen wir an. In Epheser 2 lesen wir nachher, wo Paulus erklärt, ja, warum gibt es denn so Reiche, die gegen andere aufziehen und sich gegen andere stark machen? Warum können wir Feindschaft erleben mit anderen Menschen? Paulus sagt so: Ihr habt gelebt, also sagt der Christen, die sich neu Jesus zugewandt haben mit ihrem Leben. Und er sagt: Ihr habt gelebt vorher, wie es in dieser Welt üblich ist, und war dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Der Satan übt seine Macht aus zwischen Himmel und der Erde. Dort dazwischen ist Satan und dort tut er seine Macht ausüben. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Das sind so scharfe Worte. Sein böser Geist beherrscht immer noch oder beeinflusst immer noch jede Person, die Gott nicht kennt. Der Geist von Satan, ein böser Geist, probiert die Menschen zu beeinflussen. Und jetzt sagst du, ja, aber es gibt ganz viele gute Menschen. Ja, gibt's. Aber Fakt ist, dass die nicht erkannt haben, noch nicht erkannt haben, auch wenn sie gute Taten machen, noch nicht erkannt haben, dass Gott über ihrem Leben steht. Und was macht jetzt Jesus in diesem Battle innen? Wie geht Jesus um, wenn wir wissen, okay, Gott ist Herrscher über dieser Welt innen und er regiert? Auf der anderen Seite haben wir den Teufel, der die Welt beeinflussen will, der eigentlich in dieser Welt innen herrscht. Was macht Jesus? Wie positioniert sich Jesus? Er kommt und baut das Reich vom Himmel und drückt es quasi in das Reich, in die verschiedenen Reiche dieser Welt drinnen sein. Wir lesen im Lukas 17, Vers 20. Wann wird denn Gottes Reich kommen? Das fragen die Pharisäer Jesus. Wann kommt das Reich? Wann sehen wir das? Die immer so mit einem sichtbaren Reich gerechnet.
Ich habe vorhin gesagt, das Erste ist definiert durch, zuerst wird das, was sichtbar ist, wird definiert durch das, was unsichtbar ist. Und die Pharisäer waren immer nur fokussiert auf das, was sichtbar ist, was gesehen ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, sagen sie, wann wird denn das Gottes Reich kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort. Denn Gottes Reich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Es ist schon da. Es ist schon abgebrochen. Aber man sieht es vielleicht nicht, weil kein Herrscher da ist, der auf einem Thron ist und fängt an regieren, weil wir das physisch nicht sehen. Und das Reich hat weniger zu tun mit gemeinsamen Ideologien, mit gemeinsamen Meinungen, wo wir sagen, wir denken ganz genau politisch, haargenau richtig. Und das ist nachher das Reich von Gott. Es ist überhaupt nicht da. Das Reich von Gott kann hier sein. Das Reich von Gott kann hier sein. Simon hat es vorhin gesagt, warum machen wir ein Offering? Das Reich von Gott kann in den Menschen hier drinnen sich ausbreiten. Das Reich von Gott kann sich hier ausbreiten. Menschen, die Klimaaktivisten oder Leute, die in der Gesundheit arbeiten. Und dort ihre Stimme haben. Das Reich von Gott kann überall sein. Das hat nichts zu tun, ob wir dort die gleiche Meinung haben oder nicht. Und was wir erleben aber, ist jetzt in dieser Zeit, dass es immer mehr so Spaltungen gibt. Und wir bekommen die Informationen zu, auf einem Silbertablett serviert, die Informationen, die dir passen, die auf dich zugeschnitten sind, mit den Meinungen, die du dich drinnen identifizieren kannst. Und die werden dir über Social Media präsentiert. Und so tut sich jeder seine kleine Welt aufbauen, die für ihn real ist. Das Problem ist, mit dieser personalisierten Werbung haben wir lieber, hören wir lieber angenehme Unwahrheiten. Wenn wir da drinnen sind, hören wir lieber angenehme Unwahrheiten über all die Bereiche, statt dass Jesus reinkommt, der uns manchmal unangenehme Wahrheiten erzählt. Und lass uns jetzt wieder in deinen Alltag reinzoomen. Wie gehst du mit dem um? Was macht Jesus in dem Innen? Wie geht Jesus um? Das ist so brandaktuell. Was macht Jesus in dieser Zeit, wo wir so viele verschiedene Strömungen und Bewegungen und Meinungen haben? Jesus hat betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Jesus hat nicht gesagt, Jesus hat zu seinem Vater nicht gesagt, Vater, das Hauptsache stimmt für sie dort, oder? Hauptsache, die haben es einfach, die können einfach ihre Sache durchziehen und es stimmt für sie. Wir sind hier oben im Himmel. Jesus hat nicht gesagt, das ist einfach ihre Entscheidung. Jesus hat nicht gesagt, ja, die denken halt einfach anders, wir im Himmel, wir machen sie so. Wir bleiben schön unter uns, bloß nicht zu fest drinnen. Die sollen einfach ihre Bubble aufbauen, die sollen ihr Reich dort bauen. Hauptsache, es stimmt für sie. Und zwar, Vater im Himmel, lieber Vater, weisst, ich will auch nicht zu nahe treten, weil wenn ich dort reingehe, das könnte mir noch das Leben kosten. Das hat Jesus nie gesagt. Er ist in die Welt gekommen, in eine Welt, die ihn nicht aufnehmen wollte. Eine Welt, die ihn abgestoßen hat, lesen wir im 1. Johannes 1. Die Welt wollte ihn nicht aufnehmen. Er war das Licht. Und er wollte ihn nicht aufnehmen. Er ist hier quasi wie in einem Wespennest, in einem Rahmen, wo sich Menschen gemacht haben. Und dann plötzlich kommt Jesus in den Rahmen rein. Hallo! Und er passt überhaupt nicht in den Rahmen. Und sie schauen ihn an und denken, was bist du für einen? Wo kommst du her? Jesus konnte sagen, das ist euer Rahmen. Die Leute definieren viel mit diesen Menschen, mit diesen Gesichtern, die zu euch passen. Hauptsache, es stimmt für dich. Hallo! Das hat er nicht gemacht. Er ist drin in einer Welt von Menschen, die ihn nicht haben wollen. Du musst dir mal vorstellen, vielleicht hast du das schon erlebt oder so Geschichten gehört. Ein Bild, ein Familienbild. Und er ist jemand gestrichen worden, weil man das nicht wollte. Weil das unerwünscht ist. Etwas so hat es ausgesehen für Jesus. Er ist in ein Bild, in einen Rahmen reingekommen, von einer weltlichen Vorstellung, wie es sein soll, was der Realität entspricht, was die Werte und Normen sind, die für die Menschen hier gestimmt haben. Und dann kommt er rein und sagt, nein, es gibt noch ganz andere Werte. Das war hart. Wir lesen es in Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Ihr wisst, dass es heisst, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, und jetzt kommt das, oder? Du sollst deine Feinde lieben, du sollst deine Mitmenschen lieben und deine Feinde sollst hassen. Die da hier, wenn die da irgendwie einen Aufstand machen, wo du nicht einverstanden bist, hey, dann kannst du sie hassen, putz ab. Das ist das, was wir erleben in dieser Welt. Oder wir sagen, Hauptsache stimmt für sie.
Das ist gut. Es ist so entweder aggressiv oder entweder passiv. Aber drin und den Dialog suchen und sagen, hey, wie wär's, wenn ich das Bild auch noch reinkommen würde? Jetzt müssen wir uns das neu überlegen, wie wir das aufbauen, unsere Normen, weil die stimmen irgendwie nicht mehr. Und dann sagt Jesus in dem drinnen, sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ja, das ist manchmal brutal. Wir sollen für die anfangen beten, die uns verfolgen. Habe ich vor kurzem gehört in Genf, wo sie Toiletten einführen wollen, die neutral sind, geschlechtsneutral sind. Steht die Mutter her und sagt, nein, das will ich nicht. Ja, immer noch ein Mädchen, das ein Mädchen ist. Die ist richtig fertig gemacht worden. Die kommt plötzlich in einen Rahmen rein, wo sie drin hineinkommt und es stimmt nicht mehr. Und sie muss einfach diskutieren mit den anderen Leuten. Und Jesus macht genau das Gleiche. Und dann sagt man, soll für die beten, die vielleicht eine andere Bewegung hineinbringen. Andere Werte. Denn er lässt, Gott lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nun die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr da dafür zu erwarten? Und das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer, das waren zumal wirklich die verhassten Menschen, weil jeder wirklich so richtig geachtet hat. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Und das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen, die machen es eigentlich sogar noch besser. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Problem von heute ist, wenn wir einfach sagen, wenn wir das der Zeitgeist aufnehmen, Hauptsache stimmt für dich. Dann werden wir nicht mehr in das Bild, dann werden wir uns selber mit Jesus nicht mehr in das Bild reindrücken und den Rahmen nicht mehr zum Sprengen bringen. Und der Rahmen wird sich immer mehr festigen mit Menschen, die Gott ausklammern aus ihrem Leben. Und Jesus erklärt, warum wir uns dort reindrücken sollen. Das ist so gut. Nicht, weil wir die blöd finden oder weil wir finden, hey, er sieht einfach besser aus als alle anderen. Sondern weil er sagt, ich liebe die Menschen. Und ich will mit unter ihnen sein. Jesus will in diesen Rahmen rein. Das kann es doch nicht sein. Jesus sagt, es kann doch nicht sein, dass ich aus diesem Rahmen rausgehe und dass sie mich rausschliessen. Ich bin das Leben. Und Jesus liebt die. Jeder Einzelne, der jede Meinung hat, jede unmöglichste Meinung kann haben. Jesus liebt die Menschen. Und er will ein Teil sein von ihrem Leben. Und darum kommt er in ihren Rahmen. Das ist Liebe, Freunde. Das ist Liebe, die hergeht. Liebe, die sich reindrückt, wenn du unerwünscht bist. Wenn sie dich blöd finden. Liebe, die eine Leidenschaft hat, die nicht gleichgültig ist, die nicht passiv ist, sondern die eine Passion hat. Die aus ihrer Passion heraus die Nächste liebt. Liebe, die wir in der Bibel lesen, die Agape-Liebe. Eine selbstlose Liebe. Nicht eine sinnliche Liebe, sondern die Liebe Gottes, Nächstenliebe, Feindesliebe. Die ist für alle gleich. Ob jetzt du freundlich bist oder nicht, die Sonne scheint über dich. Das ist Gott. Und das hat nichts zu tun mit den Menschen, wie sie denken. Das hat nichts zu tun, was sie gemacht haben mit ihren Taten. Gott ist Liebe und die besteht immer und ewig für alle. Weil das sein Wesen ist. Das ist so verrückt. Hat Gott dich geliebt, weil du sympathisch warst? Hat Gott dich geliebt, weil du zu einer bestimmten politischen Gruppe gehört hast? Oder weil du vielleicht eine gewisse Gruppe auf die Seite gestossen hast? Weil sie in deiner Sicht vielleicht nicht optimal ist, nicht am Willen von Gott entspricht. Hat Gott dich auch dem geliebt? Nein, hat er nicht. Ist er immer gleicher Meinung wie du? Oder du immer gleicher Meinung wie er? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Was hat er gemacht? Wir lesen im Römer 5, 6, lesen wir, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Ohnmächtig, du hast keine Macht gehabt, du hast nichts gehabt. Du bist auf die Welt gekommen, bist schon ein Sünder gewesen und dann ist Jesus eigentlich schon für dich gestorben. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schau, Toleranz wird gefordert in der heutigen Gesellschaft. Toleranz, weil wir alles verschieden denken, weil wir alle einen anderen Rahmen haben. Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht den Rahmen, den wir ausgeschnitten haben, damit Menschen reinpassen, aus dem Holz hat er ein Kreuz geschnitzt. Und hat sie eigentlich so unter den Draht gehängt. Dass wir in seinen Rahmen wieder reinpassen, das musst du dir mal geben.
Gott hat nicht Unterschied gemacht. Er ist reingekommen in den Rahmen, in dem, dass er eigentlich das Holz genommen hat, weggenommen hat. Und er hat mit dem nicht einen Rahmen gemacht. Und in diesem Rahmen hattest du und ich hatten nämlich selber keinen Platz gehabt. Wenn Gott so einen Rahmen hätte gemacht, du und ich, wir hätten keinen Platz drin gehabt. Aber Gott hat aus dem Haus drin nicht einen Rahmen gemacht, wo er dich ausschließt oder einschließt, sondern er hat einen Rahmen gemacht, er hat das Holz drin gebraucht, dass er ein Kreuz stellen kann, das sein Sohn schlussendlich mit seinem Leben zahlt. In der Welt wird Toleranz gefordert. Gott ist der, der Liebe gibt. Das ist das, was Gott daraus gemacht hat. Das ist seine Antwort auf das, was in dieser Welt abgeht. Seine Liebe ist so verschwenderisch. Gott hat so eine Leidenschaft für uns Menschen, dass wir eine Beziehung mit ihm haben dürfen. Dass wir erfüllt sind mit dieser Gegenwart. Dass wir dürfen zu ihm gehören. Dass wir dürfen erfüllt sind mit dem Leben. Erfüllt sind mit Hoffnung. Mit einer Perspektive für die Zukunft. Dass wir uns nicht verlieren in irgendwelchen Themen, in irgendwelchen Konflikten. Gott hat so eine Leidenschaft. Seine Sicht ist so viel grösser als das, was er in dieser Welt innen, das, was uns manchmal beschäftigt, die Verschiedenheiten. Die verschiedenen Artigkeiten. Gottes Liebe ist so viel grösser. Sein Plan ist so viel weiter als das, was wir uns manchmal darüber streiten. Und darum sind wir aufgefordert, du und ich, dass wir, wenn wir Leute sehen, die anders denken, dass wir dort reingehen, in den Rahmen hineinplatzen. Weil schlussendlich das Kreuz hat reingeplatzt ist. Und das Kreuz, wenn du Jesus nachfolgst, hat das für dich, ist es für dich relevant. Wenn du wirklich sagst, du bist Christ und folgst Jesus nachher, dann wird das Kreuz relevant sein. Und dann muss das Kreuz plötzlich das Holz sein, wo du nicht einfach einen Rahmen daraus machst und andere Menschen ausschließest, weil sie sich LGBTQ nennen, andere Menschen ausschließest, weil sie irgendwas vertreten, sondern muss das Kreuz in dein Zentrum hineinkommen. Diese Woche hatte ich zwei Männer daheim, die Türen geflickt haben. Und bei mir daheim und dann habe ich sie zum Kaffee eingeladen. Ich habe sie umgebohrt und um die Tür geflickt. Und dann haben sie gesagt, ich komme zum Kaffee rein, dann habe ich mich schwätzen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, der eine ist offen. Und dann habe ich gefragt, was ich mache. Ist ja klar, ich arbeite für Kirche, ist immer ein gutes Eingangsgespräch. Hätte aber auch sonst können sein. Und dann habe ich gefragt, ja, und du, wie stehst du dazu zum Glauben? Ist es für dich relevant? Und dann sagt er, ich bin früher abgegangen. Als ich noch Kind war, bin ich auch bei Kirche gegangen, jetzt Bern, irgendwo. Weihnachten, Ostern und so weiter. Und dann habe ich mir von mir erzählt, was ich glaube und so. Und er sagt, das ist schön. Das ist ein schöner Glaube. Das ist genau der schöne Glaube, den du hast. Du. Du, ich. Aber wir sind nicht zusammen. Und der, genau der gibt es so einen Kennen, was willst du sagen? Und sage ich, ja, aber der Glaube, da bin ich reingekommen, in das Bild hinein. In sein Bild habe ich mich reingedrückt. Der Glaube, der ist nicht nur für mich relevant. Gott will zu dir eine Beziehung, eine persönliche Beziehung. Er will dich persönlich kennenlernen. Darum ist es nicht nur eine Frage vom schönen Glauben, den ich habe, sondern dass wir an einen lebendigen Gott glauben, der unserem Leben Sinn gibt, jetzt, aber auch die Zukunft nach dem Tod, der hier ist. Und wir hier werden alle durchgehen. Ja. Dann kommen irgendwelche Ausreden, die du kennst. Und dann sage ich, geh dem nach. Wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du sagst, hey, look, du bist offen, Gott wird dir so, er wird dir begegnen. Ich weiss, er hat nicht das Kreuz aufgestellt, nur, dass er ein bisschen sagen kann, okay, das ist ein schöner Glaube, den du hast. Nein, er will reindrücken. In ihren Bilderrahmen, wo sie haben. Verstehst du? Mit dieser Botschaft vom Tod und der Auferstehung von Jesus. In diesem Moment habe ich natürlich nicht... Wenn ich sage drücken, verstehe ich mich richtig, gehen wir nicht einfach manipulieren, bis sie uns davon laufen und wirklich finden werden. Wir wollen sie gewinnen, wir wollen Menschen gewinnen für die Botschaft, dass sie erkennen, was Gott für sie gemacht hat. Aber wenn man sagt, hey, geh dem nachher. Und dann, wo er gegangen ist, und wir uns verabschiedet haben, gesagt, hey, denke dran. Was Gott noch macht, weiß ich nicht. Aber das Kreuz, das muss immer wieder in die Mitte rein. Das muss immer wieder ins Leben von diesen Menschen. Und ich würde enden mit einer Geschichte, wo man von Jesus selber sieht. Jesus sagt im Johannes 14,6, sagt er, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Freunde, es gibt eine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nicht verschiedene Zugänge zu Gott im Himmel. Ein bisschen Karma und weiss nicht was alles. Es gibt eine Wahrheit. Das ist Jesus Christus, der am Kreuz ist gehangen und der für uns gezahlt hat, damit wir, dass mit Gott unsere Sünden nicht anrechnet. Das hat er gemacht. Das ist die Wahrheit. Und ich bin das Leben, sagt Jesus. Zum Vater kommt man nur durch mich. Du kannst nicht durch Eigenleistung zum Vater kommen.
Und wenn du über das Thema diskutierst, wenn du über das redest, Johannes 14, Vers 6, dann siehst du, ob Menschen wirklich ihr Herz für Jesus aufmachen oder nicht. Du kannst über viele gute Taten reden, aber hier wird sich entscheiden, ob sie das erkennen oder nicht, was Jesus für sie gemacht hat. Im Dialog zwischen Pilatus und Jesus, und mit dieser Geschichte werde ich nachher enden, sehen wir, wie Jesus reagiert hat und was Pilatus daraus gemacht hat. Es ist nicht irgendwie auf dem Screen, aber ich lese es vor. Dann bist du also tatsächlich ein König? Das stellt Pilatus ihm die Frage. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit? Stell dir mal vor, die den Trümmer gehabt, ein externes Reich, das von Italien herkommt und zack, in Israel landet und sie dort unterdrückt. Und nachher sagt der hier vor ihm, Wahrheit? Wahrheit ist Cäsar. Wahrheit ist meine Welt, die ich mir aufgebaut habe, mein Rahmen. Jetzt kommst du und sagst, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Und Pilatus begriff in dem Moment nicht, dass er vor der Wahrheit steht, die eine Person ist. Jesus Christus. Er begriff nicht, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist als Person. Er hat nicht, das ist nicht eine Ideologie. Der Rahmen ist nicht eine Ideologie, sondern der Rahmen ist eine Handlung, eine Liebeshandlung vom Sohn Gottes, von Jesus Christus. Und das ist die Wahrheit. Und Pilatus hat das in diesem Moment nicht erkannt. Freunde, und ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche, dass wir so unterwegs sind, dass wir mehr Diskussionen haben, wenn wir merken, es gibt Unterschiede, dass wir nicht einfach sagen, oh, Hauptsache stimmt für dich. Dann bist du zufrieden und das ist keine Liebe. Man mag es vielleicht so empfinden, als wäre es Liebe, weil du die Person lässt stehen. Weil du sie tolerieren. Kann es vielleicht als Liebe empfunden werden. Aber echte Liebe sagt, spannend. Lass uns mal über etwas anderes reden. Was ist denn die Wahrheit? Und du drückst sie in das Bild rein. In eine Ideologie rein, wo du merkst, eigentlich ist das Thema ist gar nicht die Ideologie, die Person hat. Ihren Rahmen, den sie sich aufgebaut hat. Sondern das Thema wird plötzlich, was ist aus dem Holz drinnen gemacht worden? Was ist aus dem entstanden? Das Kreuz. Und dort kommt plötzlich wieder Einheit rein. Dort kommt plötzlich ein Fokus rein. Und dort spielt es keine Rolle, ob du selber als Christ auf dieser Seite oder dieser Seite stehst, sondern in der Mitte ist das Kreuz. Und das muss unser Thema sein. Und darum können wir uns reindrücken in Gespräche rein. Und die Menschen nicht einfach stehen lassen, wenn sie sagen, ja, das ist jetzt halt mein Glaube oder du bist ein schöner Glaube. Dann lächelst du zufrieden. Danke. Das ist kein Kompliment, wenn man das ihr sagt. Ich möchte dich heute Morgen zu beten mit mir, wenn du sagst, hey, schau, ich merke, ich bin dort entweder habe ich verurteilt, habe ich andere Menschen verurteilt, die anders denken, weil ich mich wie dem verloren habe, weil ich wie den Fokus, die Weite, die wir am Anfang gesehen haben, weil ich das vergessen habe. Das kann sein. Und das ist einfach, wie es ist. Aber du kannst jetzt wieder umkehren und sagen, hey Gott, ich will mich wieder daran erinnern, um was es eigentlich wirklich geht. Und es geht nicht um diese Themen. Über die können wir auch diskutieren, aber am Anfang, übergeordnet, geht es darum, was du hier, wie du dein Reich hier baust auf der Erde. Und das geht es, das Reich von Gott. Und das sind die Themen, das sind Beigemüse. Und wenn du sagst, hey, ich merke, bei mir ist eine gewisse Aggression aufgekommen gegenüber gewissen Themen, eine gewisse Verurteilung, vielleicht Kommentare abgegeben auf Social Media Plattformen. Wenn das so ist, dann hätte ich dich einladen, heute Morgen mit mir zu beten. Und wirklich nochmal vor Jesus kommen und sagen, hey, schau, Jesus, vergib mir. Ich habe dort wirklich Menschen, Feinde, nicht geliebt. Also Leute, die sich gegen mich gestellt haben, habe ich nicht geliebt. Und die Wahrheit ist nicht unbedingt immer nur ein Argument, wie du mit dem Geld umgehst, sondern dass Jesus mal für dich zahlt hat. Alles andere, es kommt nachher. Alles andere tut Gott ihnen die Augen auf. Aber mit dem muss es anfangen. Und vielleicht bist du aggressiv, vielleicht bist du aber auch passiv und du sagst, hey, stimmt, wenn ich so Gespräche habe beim Arbeiten, dann reagiere ich meistens so, okay, schön. Ich sage vielleicht, du bist auch noch Christus so, und die anderen sagen, schönen Glauben hast du. Und dann lässt du das Gespräch dort sein. Aber lass es einfach leben, das ist nicht Liebe. Und vielleicht sagst du heute, ich will wieder rein. Ich will mich in den Bilderrahmen reindrücken, weil ich weiss, Jesus ist in mir. Ich will mich reindrücken, weil ich eins bin mit dem, was hier am Kreuz passiert ist. Dann lass uns zusammen beten.
zum Anfang von dieser neuen Serie, wo wir uns wirklich Gedanken machen über die Worte von Jesus. Was hat er für Worte wirklich gesagt? Liebe deine Feinde. Echte Liebe drückt sich hinein. Das ist Liebe. Lass uns aufstehen, zusammen beten und nachher singen wir noch einen Song. Wir singen wirklich, dass wir zurückkommen zu der ersten Liebe von Jesus. Wirklich, mach es nur, wenn du es willst. Wenn du es nicht willst, wenn du sagst, ah, komm, es interessiert mich nicht, dann kannst du es sein, zwinge dich zu gar nichts, Gott auch nicht. Aber wenn du sagst, ich will mich wieder mal in den Rahmen reindrücken, nächste Woche, dann bete mit mir. Lass es machen, ich will es auch. Ich will mehr von dem. Ich will mich mehr wieder in den Rahmen reindrücken bei anderen Menschen, die eigentlich Jesus schon lange ausgeschlossen haben aus dem Rahmen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, für dass du nicht einfach im Himmel geblieben bist, in dieser Bubble, in dieser schönen Bubble, wo ihr euch zusammen gegenseitig geliebt habt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danke, habt ihr nicht einfach gesagt, ja, schöner Glaube, den die da unten haben auf dieser Welt, sondern Jesus, du bist reingekommen. Du bist so verhasst gewesen, Jesus, von vielen Menschen. Aber du hast es einfach geliebt. Du hast ihnen sogar gesagt, vergib ihnen, sie wissen gar nicht, was sie tun. Sie checken es gar nicht. Jesus, heute Morgen schließe ich mit dir an, den Movement, den du angefangen hast. Der Movement von Menschen, die sich nicht einnehmen lassen von irgendwelchen nebensächlichen Diskussionen, sondern die den Fokus richten auf dein Reich, Vater im Himmel. Und aus dem heraus wollen wir im Alltag von handeln, von unserem Alltag gestalten, aber der Fokus ist auf dir, Jesus. Vergib mir, wo ich aggressiv war, Jesus. Wo ich Menschen tief im Herzen wirklich verurteilt habe. Ich bringe das dir her heute Morgen, Jesus. Wenn ich böse Worte ausgesprochen habe. Wo ich andere Menschen in meinen Emotionen echt abgewiesen habe. Abgelehnt, innerlich wirklich komplett abgelehnt. Das ist nicht Liebe, Jesus. Ihr kennt es. Und ich will mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Und ich will das schlussendlich zu dir führen, Jesus, zum Kreuz. Komm jetzt, Heilige Geist, und schenk du uns nochmal neue Erkenntnis. Was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, was er vollbracht hat. Heilige Geist, du uns nochmal offenbaren. In diesem Moment. Jesus, wir wollen zurück zu deiner ersten Liebe. Wir wollen brennen für dich, Jesus. Brennen für dein Reich. Für das, was du am tun bist. Coming back to first love. Danke, Jesus. Amen. Hey, so schön. Bist du bei unserem Livestream von ICF Bern dabei gewesen. Und du kannst uns helfen, die gute Message in die Welt rauszutragen, indem du unseren YouTube-Kanal liken, abonnierst oder mit jemandem teilen. Wir möchten dich gerne kennenlernen und dich auf deinem Weg mit Jesus unterstützen. Darum tu doch den QR-Code kennen, den wir gerade einblenden. Und der wird sich jemand bei dir nächste Woche melden. Wenn du uns unterstützen willst, als lokale Kirche, aber auch global, dann kannst du auf dem QR-Code Spenden drücken und dann kommst du genau am richtigen Ort her. Wir wünschen dir eine wunderbare Woche und wir sehen uns das nächste Mal im Livestream.